So Leute, heute extra Trigger-Alarm. Direkt am Video wollte ich es ankündigen. Und zwar, wie sieht dein Einkauf aus, wenn man kein Ex-Veganer werden will? Okay, da geht es natürlich um eine Sache, und zwar Kalorien reinzukriegen. Ich zeige euch mal, wie ich meine Kalorien reinkriege, um kein Ex-Veganer zu werden. Könnt ihr das sehen? Das ist Spekulatius-Aufstrich. Ja. Übelst kriminelles Zeug mit 60 Gramm Kohlenhydraten und natürlich übelst viel Fett, das ist halt Fettzuckerpampe. Sogar crunchy, also mit Stückchen, da sind Kekse drin, Keksstückchen. Schmeckt natürlich wie ein Traum. Und damit kriegst du deine Kalorien rein, gucken wir mal drauf. Das hat 571 Kalorien auf 100 Gramm. Aber natürlich kann man da nicht so viel von essen, deswegen ist das nicht ideal, aber trotzdem eine sehr gute Methode. Ich schmier mir da so einen Zentimeter aufs Brötchen drauf. Absolut ideal. Und dann gehen wir weiter. Hier, ich war gerade einkaufen. Gelee-Ananas mit veganem Zeichen natürlich. Und es ist, hat 8 Gramm Fett, 70 Gramm Kohlenhydrate. Und sieht auf jeden Fall mega lecker aus. Ich kann es mal schärfer machen so. Sieht mega lecker aus. Ich liebe Ananas, auch auf Pizza. Ananas Pizza, beste Pizza. Und ja, sowas gebe ich mir an kalten Tagen und an Tagen, wo ich auf jeden Fall kein Ex-Veganer werden will, weil ich nur 800 Kalorien am Tag zu mir nehme. Deswegen, damit das nicht passiert, muss auf jeden Fall räudiges Material rein. Dann haben wir sowas hier, Fruchtmischung, auch vegan. Das ist jetzt komplett fettfrei, das hat kein Fett. Aber Kohlenhydrate 81 Gramm und 325 Kalorien auf 100 Gramm. Kalorien sind immer auf 100 Gramm, offensichtlich. Hier ist es 362 Kalorien. Also das Ding werde ich auch komplett wegputzen. Vielleicht mit einem Brötchen, also zwei Brötchenhälften, mit einem Zentimeter davon da drauf. Und was kann man dann noch machen? Immer mein absoluter Geheimtipp, um Kalorien reinzukriegen. Wer Kalorien nicht reinkriegen kann, darum geht es hier in dem Video, ist natürlich Kekse. Ja, Kekse ist das, die allerbeste Methode, wie du Kalorien reinkriegst. Es gibt nichts Besseres. Warum? Weil man Kekse immer essen kann und man kann die eigentlich unlimitiert essen und sie haben extrem viele Kalorien. Das sind die von Edeka, kosten auch nur 95 Cent oder so, also mega günstig. Die haben 26 Gramm Fett und 61 Gramm Kohlenhydrate und die sind vegan. Und genau, Kalorien 509 auf 100 Gramm, 509 Kalorien. Hier sind 500 Gramm drin, also kannst du 509 mal 5 rechnen. So viel sind in dieser Packung. Diese Packung hier kann man aufessen nach dem Abendessen. Ja, du hast gefrühstückt, du hattest Mittagessen, du hattest Abendessen und nach dem Abendessen, obwohl du schon deine Kalorien, die du normal immer am Tag isst, erreicht hast, ja, isst du noch so eine ganze Packung zum Beispiel, ne, und kriegst da ein paar tausend Kalorien rein. Ne, so ein Geheimtipp von mir, ne? Kalorien reinkriegen, Leute. Kalorien reinkriegen. Kalorien reinkriegen. Und dann. Naja, Sojasauce ist mir ausgegangen. Ihr kennt mein Sojasauce-Video. Das darf nicht passieren. Sojasauce muss immer im Haus sein. Läuft ja so und so nicht ab. Also das ist ja, ne, warum immer dieses eine Flasche zu Hause haben. Dann habe ich fast einen Anfall gekriegt, als sie nicht mehr da war. Das gar nicht gecheckt habe. Deswegen auf Vorrat dann natürlich Nudeln. Ne? Wer Nudeln essen kann, wer Nudelesser ist, wer sagt Nudeln mit Ketchup. Zum Beispiel Julian. Und wer davon unendlich essen kann, ne, haut durch die Nudeln rein. Nudeln, 1,5 Gramm Fett und 75 Gramm Kohlenhydrate. Und auf 100 Gramm hat das 368 Kalorien. Rohgewicht, ne, 100 Gramm Rohgewicht. Da kannst du auch mal 5 dann nehmen. Ja, sich auch mal so eine Packung reindonnern. Ja, warum nicht mit deiner Lieblingssoße? Du kannst auch zwei Teller machen. Ne? Die Hälfte der Packung, also nachdem du es gekocht hast, die Hälfte der Packung in eine Schüssel, die andere Hälfte in die andere Schüssel. Auf diese Hälfte Sojasauce.
halt mit Bohnen und Zwiebeln und so. Und auf der anderen Hälfte Ketchup und dann ja, aufessen. Und dann mein zweitgrößter Geheimtipp, den es überhaupt gibt, um Kalorien reinzukriegen, ist Saft. Und zwar musst du den Saft finden, der dir wirklich übelst lecker schmeckt, wovon du unendlich zu dir nehmen kannst. Das ist bei mir Bananensaft und Guave und Ananassaft. Das sind die drei Säfte, die, da kann ich so eine Packung hier einfach exen. Ja, ich kann die einfach leer trinken, weil die sind so unfassbar süß. Weil das hier ist Nektar, das heißt, das ist Bananensaft gemischt mit esslöffelweise Zucker. Also im Bananensaft, hier haben wir 12,9 Gramm Kohlenhydrate und 0,4 Gramm Fett etwa und 60 Kalorien auf 100 Milliliter. Hier sind 1000 Milliliter. Das bedeutet, du kannst mal 10 nehmen, das heißt, du hast hier 130 Gramm Zucker, ja, und 600 Kalorien, wenn du das hier leer trinkst. Ich kann das nach dem Essen optimal leer trinken. Man kann auch, ne, nach dem Abendessen, wenn du deine Kalorien schon erreicht hast, die du immer isst, haust du dir so eine Packung rein und sowas hier. Ne? Das kann man absolut machen. Kriegst ein paar tausend Kalorien davon und 600 davon und 130 Gramm Zucker etwa. Und dann glaub mir, dann das Erste, was du fühlen wirst, ist, dir wird heiß werden. Ne? Dir wird heiß werden, weil da kickt die Thermogenese. Weil die Kohlenhydrate werden nicht eingelagert, also sie werden ja nicht in Fett umgewandelt. Ja? Das macht der Körper nicht, nur unter schlimmsten, extremsten Bedingungen. Und deswegen wirst du Thermogenese spüren. Ne? Die wird mega heiß werden. Also, ja, Bananensaft, also hier haben wir 130 Gramm Zucker. Was haben wir hier? Hier haben wir, oh noch, oh, nee, wait. Hier haben wir 100 Gramm Zucker pro Packung. Ja, auch optimal. Das Problem jetzt an Gemüsesäften ist, weil die haben viel weniger Zucker und viel weniger Kalorien. Die hat nur, hier so eine Packung hat 60 Gramm Zucker. Okay, deswegen ist das nicht so ideal. Deswegen besser sowas hier. Ja, sowas hier. Zack. Ja, ja, zack. So, und was haben wir da noch? Zack. Und was haben wir da noch? Zack. Ihr wisst ja, ne? Das ist für mich, das ist für meinen Hund, das ist für meine Katze, das ist für meine Schildkröte, das ist für meinen Bruder, das ist für meine Mutter und das ist für meinen Vater. So. So. Und so sieht ein räudiger Einkauf bei mir aus. Das ist Winter und wenn einem kalt ist und obwohl die Heizung an ist und man ist warm angezogen, dann heißt es nichts anderes, als dass seinem, dass man unterkalorisch gegessen hat am Tag davor oder am selben Tag. Ich habe ja auch noch ein paar Feigen getrocknete. Die kriege ich auch kaum aufgegessen. Habe so viele gekauft. Und auf jeden Fall, ich werde mir jetzt irgendwas machen. Vielleicht Nudeln. Ja, 250 Gramm Nudeln mit irgendeiner geilen Soße. Curry-Kokossoße oder so. Und danach haue ich mir so eine Packung Kekse rein. Weil heute ist mir kalt. Heute, ganz genau deswegen habe ich diesen Einkauf gemacht, weil ich heute merke, heute ist der Tag, kommt zwar selten vor, aber es kommen solche Tage, wo mir einfach nur noch kalt ist, egal was ich mache. Sport, Tee trinken, Heizung aufdrehen, sich ganz dick anziehen, mir ist trotzdem immer noch kalt und das liegt einfach daran, weil ich gestern schlecht gegessen habe. Und deswegen wird heute die Thermogenese angeschmissen und heute wird richtig geballert. Richtig räudiges Zeug. Und danach geht es einem mega gut.